Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder mal bei Geoleben TV. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ja, wir befinden uns heute auf dem Traunsee hier in Oberösterreich. Die Sonne ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen, aber der Erich ist noch da geblieben und viele von euch werden ihn, denke ich, schon von den bisherigen CBDs-Videos gut kennen. Ja, leider dreht es uns jetzt ein bisschen um, aber macht ja nichts, dann haben wir so eine ganze, eine ziemlich große Rundumansicht vom ganzen Gebiet. Sehr schön. Ja, es gibt ein bisschen was zum Besprechen und zwar wieder mal zum Thema CBD, jedoch eine kleine, aber sehr feine Neuigkeit und jetzt sage ich einfach mal, bevor ich dann lang herumquatsche, hallo Erich, schön, dass du heute wieder hallo hier, Georg, hallo, grüß hier dich. Mit dabei bist zu diesem zu dieser Neuigkeit, zu diesem neuen Thema, vor allem zu CBD, ja, und das ist sowieso super, wenn wir immer wieder über Neuigkeiten reden können, immer wieder mal zu schauen, was tut sich da, was gibt es an neuen Erfahrungsberichten. Aber ja, du hast es eh schon in der Hand, CBD Royal Balsam, sage ich jetzt mal, das ist das Neue, um das wir uns heute drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Okay, was gibt es dazu zum Sagen? Neues CBD-Produkt bei der Firma DC, ja. CBD Balsam. Genau. Ein Balsam deswegen, wenn wir keine Creme wollen, weil bei einer Creme ist Wasser drinnen, Wasser muss haltbar gemacht werden und da braucht es halt chemische, künstliche Stoffe, die wollen wir nicht. Wir sind auf der natürlichen Schiene in jeder Hinsicht, das zeichnet unsere Produkte aus und genauso ist es natürlich auch beim CBD Royal Balsam. Wir haben da 100% naturreine ätherische Öle drinnen, ein paar wichtige Inhaltsstoffe, die es halt einfach ganz besonders machen und eben eine hohe Dosis an Vollspektrum CBD. Genau, also wichtig. Das altbewährte Vollspektrum, so wie es im CBD Öl Royal ja einfach auch so drinnen ist. Die Unterschiede, glaube ich, müssen wir da jetzt nicht mehr ausarbeiten zwischen dem Spektrum, dem Vollspektrum bzw. dem Pure, denn das wissen die meisten schon. Okay, genau. Was gibt es weiter zu diesem Balsam zu sagen? Ein wichtiger Inhaltsstoff ist auf jeden Fall das Glycine Soja Bio. Ja? Das kann nämlich eins, es ist zellregulierend, ganz stark. Und damit kann das natürlich was mit der Haut, wenn ich das auftrage. Ja, natürlich, das ist klar. Weil Haut besteht auch aus Zellen, Hautzellen. Genau, so ist es, ja. Haut ist ja überhaupt ganz was Wesentliches. Also wir definieren es ja über die Haut und unserem Gegenüber und dem Leben sozusagen. Es ist ja das größte Organ und es spiegelt ja alles Mögliche. Dann haben wir halt Hautprobleme, Hautthemen. Ja. Es gibt da Verletzungen, es gibt da körperliche Schmerzen, die ich über die Haut eben behandeln kann. Und für das alles ist eben der CBD-Balsam gedacht. Jetzt eine Insektenstiche zum Beispiel oder kleine größere Verletzungen. Und ja, das mit den Insektenstichen und so kleineren Verletzungen, das ist wahrscheinlich noch das kleinere Übel, aber wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und ihr habt ja da jemanden erwähnt, ja, sie sagt, das Wahnsinn, was da passiert ist, was der sozusagen mit dem CBD Balsam schon erreicht hat und ich habe ja dann auch ein Bild dazu gesehen. Wenn ich das Bild frei bekomme, werde ich das natürlich hier mit einbauen, liebe Zuseher, aber du kannst es auf jeden Fall jetzt ruhig mal beschreiben, was da eigentlich mit diesem CBD-Balsam eben so passiert ist. Ja, sehr gern. Also der Mike, ein längerer Bekannter sozusagen, ist etwas älter wie wir, hat halt auch dort oder da ein wenig körperliche Gebrechen und unter anderem hat es jetzt vor kurzem einen offenen Fuß gegeben. Eine große Fläche, so groß wie die Handfläche. Okay, und das ist ja schon was, gell? Das ist halbwegs was, also mit Schmerzen verbunden. Ja. Natürlich wendet man sich an die Schulmedizin, versucht alles Mögliche, was es da gibt. Er hat mir berichtet, dass er einige Sachen probiert hat. Ein paar Sachen
haben so das Gefühl gegeben, da gibt es jetzt eine Besserung. Mhm. Und trotzdem nach vier Monate, ja, war der Fuß immer noch offen. Und es, ja, hat so ausgeschaut, wie wenn das überhaupt nicht mehr zuheilt. Ja. Und er hat dann unseren CBD-Royal-Balsam gekriegt, mhm, den hat er auftragen und er hat beschrieben, sofort eine Schmerzlinderung. Ja. Und man hat das Gefühl gehabt, dass die Heilung auch sofort eingetreten, mhm, ja, ist. Also der Heilungsprozess, ja, ist aktiviert worden. Und es gibt eben Fotos, er hat es genau dokumentiert, 5. Juli bis, mhm, 21. Juli, wenn, mhm, ich es richtig, mhm, im Kopf, mhm, habe. Also in der Zeit ist es zugewachsen komplett. Und man sieht nur mehr, wenn man ganz genau schaut, mhm, dass dort oder da noch so ein bisschen nasst, wie wir sagen. Ja, ja. Ja. Aber der Schmerz war im Grunde von, ja, Anfang an, ja, reduziert und gleich einmal weg. Und es ist verheilt innerhalb von nicht einmal 3 Wochen, also, ja, knapp, ja, über 2 Wochen. Ja, es ist total spannend, wenn man sich vorstellt, zuerst 4 Monate herumdoktern, ja, mit allen möglichen schulmedizinischen Mitteln, ja, so viele gibt es da eh nicht. Da wird dann wahrscheinlich verleiste Cortison herumgeschmiert, und dann funktioniert es innerhalb von 2-3 Wochen und wie du ja sagst, er hat sofort eigentlich gemerkt, dass das offensichtlich gleich mal mit der Heilung beginnt. Das ist ja eh so dieses Spannende, das merkt man ja, wenn es plötzlich zum Beißen anfängt, kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns wo aufgehaut haben oder wo Verletzungen haben, und dann fängt es zum Beißen an und denkt man so, okay, das beißt jetzt, aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als wie wenn das eben der Heilungsprozess einsetzt und dass das irgendwie so schnell gegangen ist. Das ist dann immer wieder unglaublich, was man dann immer wieder auch zu CBD einfach auch sagen muss, wo ich auch immer wieder sagen muss, ist, man glaubt es einfach nicht, ja, und wenn man diese Beispiele immer wieder hat, man probiert und man macht und es tut sich ganz wenig bis gar nichts und dann macht man ein bisschen was mit CBD und dann passiert es ja oft, dass das ganz, ganz schnell zum Greifen anfängt. Aber was ist denn so jetzt der Unterschied? Man könnte auch sagen, da schmieren wir doch gleich das CBD-Öl rauf, was man ja grundsätzlich machen kann, aber was ist jetzt so der Unterschied zum CBD-Öl selbst bei der äußeren Anwendung? Ja, es ist halt für die Haut gedacht und darum eben diese Glycine Soja und Sera Flavo Bio ist auch. Das ist ein Bienenwachs. Genau, ne? Genau. Mhm. Ist eine wichtige Sache, weil es halt auch für die Haut ganz besonders gut ist. Also es ist ja pflegend. Dann haben wir eben etliche ätherische Öle drinnen, die nicht nur einen angenehmen Duft haben, ja, sondern die halt genauso den Heilprozess, die Beruhigung, genau, genau, die, mhm, Zellregulierung, mhm, und einfach der Haut gut dann rundum. Mhm. Das bedeutet ja, wenn das zellregulierend ist, dass das ja dann in die Hautschicht hineingehen muss, ja, dass sich da wirklich eine ganz deutliche Veränderung einfach auch abzeichnet und das ist mit Sicherheit dann eben zu dem wunderbaren CBD-Öl, das an und für sich eher für die innere Einnahme gedacht ist, wo man, mhm, dann eben deswegen auch diesen Balsam, nehme ich jetzt einmal an, deswegen auch entwickelt hat, weil man von außen über die Haut dann einfach auch arbeiten kann und zu den Stellen auch direkt dort, eben da, wo es problematisch ist, genau, da kann ich, genau da, wo es braucht, da kann ich dann zum Schmieren bzw. damit zum Arbeiten beginnen. Das ist, denke ich mal, aus meiner Sicht so wirklich der gravierende Unterschied. Ja, was haben wir denn? Wie viel CBD haben wir denn da so drinnen in diesen Döschen? Oder was wir ist haben eine Menge von 30 Milliliter und da sind ganz genau 178 Milligramm Vollspektrum CBD drin, also 180 Milligramm, ja, so in etwa. Das, okay, ist eine relativ hohe Dosierung. Und eben am Vollspektrum CBD, was auch wichtig ist, mhm, weil CBD selbst kann einiges in vielen Bereichen, nur das Vollspektrum deckt halt einfach mehr das volle Spektrum ab und darum finde ich das schon wichtig, ist wichtig einfach, dass man ein Vollspektrum hat. Genau, weil ich einfach erstens mehr alle Cannabinoide drinnen habe, die es so gibt, ja, da habe ich natürlich wieder die ganze Zusammensetzung, das Zusammenwirken plus der ganzen Terpene, die wir alle so drinnen haben, und viele, viele anderen Vitamine, Nährstoffe, die Flavonoide, die sekundären sowieso. Mhm. Und ich denke mal, das soll man überhaupt nicht unterschätzen. Und die Erfahrung, die ich in letzter Zeit auch immer wieder mache, ist, dass wenn Menschen von ihren Erfahrungen berichten, dass die nicht so wahnsinnig große Dosen
zu sich nehmen. Und das, weil ich gerade bei Erfahrungen bin, habe vor kurzem auch von einem YouTube, also von einem Kioleben TV-Zuseher, auch einen Erfahrungsbericht bekommen. Der hat mir auch geschrieben, hat gesagt, er hat schon einiges an CBD ausprobiert, ja, einiges an anderen Mitteln, und dann hat er eben dieses CBD-Öl auch mal ausprobiert. Er hat gesagt, er vertraut mir, er möchte das einfach mal ausprobieren. Und er hat gesagt, nach der ersten Einnahme hat er sofort einen absoluten Unterschied bemerkt. Ja, er hat gesagt, er hat gleich viel besser geschlafen und hat einfach irrsinnige Träume gehabt. Und ja, das finde ich spannend, vor allem wenn Menschen mit anderen Mitteln eben auch schon Erfahrungen haben, weil ich sage auch immer, Vergleich ist natürlich auch sehr wichtig und das mache ich auch. Und wenn man dann aber die Unterschiede einfach auch herauskennt, also das eigentlich zur Dosierung, also viel ist nicht immer gut, ja, also und vor allem in der richtigen Zusammensetzung soll es drin sein. Ja, können wir noch irgendwas dazu sagen zu dem Thema jetzt? Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre? Ja, weil du eben das CBD Royals Öl erwähnst, da haben halt wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mit der Gewinnung, also mit der Essenzgewinnung aus der Pflanze selbst, mit unserem Kaltdampfverfahren unter Vakuum. Ja. Ja. Und eben dadurch oder nur mit diesem Verfahren ist es möglich, dass man halt die ganzen Inhaltsstoffe in einer hohen, reinen Qualität erhalten kann. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum unser Produkt so gut funktioniert. Genau. Ja. Genau. Und es ist alles drin im Sinne vom Vollspektrum und im Zuge dieses Entourage-Effektes, das heißt ja, dass sich die einzelnen Inhaltsstoffe gegenseitig unterstützen, haben wir dann auch oft so sensationelle Wirkungen. Ja. Natürlich reagiert jeder Mensch auf alles anders, nur, also es macht bei jedem irgendwas. Und bei manchen hat es eben einfach eine sensationelle Wirkung. Und wir haben auch Erfahrungsberichte, wir haben es ja im YouTube-Kanal auch stehen, also Gesund und Vital oder Besser Leben mit Hanf, haben wir das auch erwähnt, diese Erfahrungsberichte, die uns ja die Leute sehr gerne eben weitergeben, weil es eben glücklich sind, dass es mehr Lebensqualität gibt. Wenn es mal besser geht, und dann möchte ich das natürlich weiter sagen und möchte einen anderen damit auch unterstützen, dass es ihm auch besser geht. Letztlich soll man irgendwann einmal dort sein, dass es uns alle gut geht. Genau. Und da arbeiten wir dran. Ja. Genau, Erich. Und das war jetzt ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Auf jeden Fall danke für diesen Beitrag deinerseits und auch deinerseits. Heinz, du heute dich ja nur hinter der Kamera sozusagen präsentieren kannst im Augenblick. Ja, in dem Sinne, meine lieben Zuseher, lasst uns doch einen oder mehrere Daumen hoch da. Ja, der Heinz streckt drei. Seinen auch aus. Also vier Daumen lassen wir auf jeden Fall mal da. Ihr wisst eh, schaut in die Kommentare hinein, das sind alle meine Empfehlungen, auch zu dem CBD-Öl. Wer da Interesse hat, einfach hineinschauen, anklicken, und wer möglicherweise auch eine Lust auf eine Partnerschaft hat, das bringt dann noch zusätzliche Vorteile bei dem Ganzen auch zum CBD-Öl, auch natürlich finanzieller Art. Passives Einkommen ist möglich. Finanzielle Art und passives leichter. Einkommen ist möglich und so weiter und so fort. Da ist es vielleicht gut, wenn ihr einfach auf meine Homepage schaut, bewusst gesund, geosixlebensmut.at, da ist dann wirklich alles sehr, sehr genau beschrieben. In dem Sinne, bleibt mal gesund, und wenn es noch nicht ganz so seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil wir versuchen wirklich hier einiges an Beiträgen zur Gesundheit eben zu steuern, geistiger wie körperlicher Natur. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ob es dann wieder so eine super Location wird, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss, servus. Baba. Und abonniert den Kanal. Euer Geo und der Erich. Ciao. Ciao.